Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Lotus Simulator. Wir sind heute mal wieder mit der Straßenbahn unterwegs und das auf dem Gebiet des neuen Add-ons Düsseldorf. Das ist vor wenigen Tagen im Early Access erschienen und das werden wir uns heute mal in diesem Video anschauen. Und wie der eine oder andere von euch weiß, ist das ja auch meine Heimat. Also gar nicht so weit von hier entfernt bin ich groß geworden und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das alles umgesetzt wurde und werde sicherlich auch viel benennen können, was sich so alles verändert hat. Denn man muss dazu sagen, weder die Linie, also viele von euch werden jetzt sagen, Linie 710 und dieser Kurs hier, was soll das sein? Das gibt's doch gar nicht. Das gab's allerdings mal, denn dieses Add-on orientiert sich am Jahr 1981, glaube ich. Damals muss so ungefähr die Zeit gewesen sein, wo der Düsseldorfer U-Bahn-Tunnel gebaut wurde, der dann die Innenstadt durchquert oder dann, also Steinstraße, Düsseldorf Hauptbahnhof und so weiter und so fort. Und hier in diesem Add-on fahren wir allerdings noch oberirdisch lang und deswegen gab es damals auch noch ein paar andere Linien, die gibt es heute so nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt hier eine Kombination aus der U74. Wir starten also hier in Lörrick an der Stadtgrenze von Düsseldorf. Ich sage immer Lörrick, aber ich glaube, es heißt Lörrick. Und werden dann in Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof auf der Linie 710 fahren. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus U74 und U75, aber so ganz weiß ich das nicht. Gut, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, sondern fahren jetzt hier schon mal los. Und hören dann schon den Sound der Straßenbahn. Das ist die GT8 SU. Das ist, glaube ich, auch die Bahn, die heute noch fährt, auf der U75 nach Neuss. Es gibt auch noch andere Bahnen, ältere Semester, die dann in der Innenstadt später nur noch fuhren. Und eben auch den B-Wagen. Den kenne ich in- und auswendig. Damit bin ich ja, 15 Jahre fast täglich, manchmal sogar mehrmals am Tag gefahren, fällt mir gerade auf. Und deswegen war ich auch erst ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, der ist noch nicht so ganz fertig. Ich meine, das ganze Add-on ist noch nicht so ganz fertig, aber bei dem stimmten viele Sounds nicht. Und deswegen dachte ich mir, zeige ich den mal erst noch nicht. Denn diese Straßenbahn hier, diese GT8 SU, ist da schon ein bisschen fertiger. Und ich würde sagen, wir öffnen jetzt direkt mal die Türen. Können wir vielleicht auch mal zentral öffnen und sehen dann, hervorragend, funktioniert alles. Können wir noch hier Licht anmachen. Und dann machen wir uns gleich auch schon auf den Weg. Hier vorne ist die U76, also die fährt dann ja weiter nach Krefeld. Hier Areal Böhler. Ich glaube, da wurde früher mal irgendwas produziert. Heute ist es, glaube ich, nur noch so ein Veranstaltungsort oder so. Ich war da letztens, glaube ich, sogar noch. Aber ja, gab es damals schon, gibt es heute immer noch. Ansonsten hat sich aber so viel an der Strecke verändert. Also gerade in Oberkassel, da ist ja so viel gebaut worden in den letzten 10 Jahren auch vor allem noch. Da ist vieles nicht mehr so wiederzuerkennen von heute, aber das ist eine historische Reise durch Düsseldorf und wird sicherlich viel Spaß machen. Vor allen Dingen, weil das endlich mal ein Add-on ist, wo ich euch nicht fragen muss, ist es realistisch oder nicht. Gut, also die Zeit war natürlich vor meiner Zeit hier, ne? Also so kenne ich das jetzt auch nicht mehr. Aber das, was hier abgebildet ist, das kennt man dann noch, weil das meine Stammstrecke ist. So, ich würde sagen, wir machen einmal schnell hier den Schlüssel bei der Ampel rein, da muss man nämlich einmal draufklicken. Wir machen dann hier schon mal den brachialen Türschließ-Sound. Also da weiß man auf jeden Fall, dass es jetzt losgeht bei dem Sound. Und es hat nicht nur geklingelt, sondern wir können auch losfahren. Und ich finde, der Sound ist hervorragend. Genauso klingen die Bahnen. Das klingt im Video vermutlich relativ leise. In der Realität ist das extrem laut. Und diese Bahnen fahren ja vor allen Dingen nach Neuss. Da gibt es so ein, zwei Strecken, wo man auch mal ein bisschen schneller fahren kann. Aber ich glaube, das ist die Strecken oder die Abstände zwischen den Haltestellen sind relativ klein. Und deswegen passiert da nicht das, was passiert, wenn dieses Ding hier mal auf den Überlandstrecken unterwegs ist. Nämlich auf der U76. Wenn die nämlich da über die Felder heizen, dann bollert es richtig. Also das ist richtig laut. So, hier ist auch, also hier ist mittlerweile eine Sparkasse und so Wohnhäuser und sowas. Und hier rechts ist dieser Handyhersteller, Huawei oder Huawei, wie auch immer man den ausspricht, hat hier ein großes, modernes Gebäude gebaut, hier rechts. Also, aber den Kiosk, den gibt's noch, wenn das hier ein Kiosk sein soll. Ich weiß es nicht. Also wir werden an der Strecke immer mal wieder Elemente sehen, die es auch heute noch gibt. Viele Häuser,
vor allen Dingen Wohnhäuser. Also das ist wirklich faszinierend und die sind auch echt gut. Also ja, naja. Gut, wir machen einmal kurz die Türfreigabe rein und können uns dann vielleicht auch an der Stelle, Haltestelle mal schnell umschauen. Gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Hier muss man zum Beispiel ran, wenn man eine Störung hat. Das muss man dann wieder löschen. Ansonsten können wir natürlich auch alles aufmachen. Und das Besondere an diesem Modell ist, wenn ich es richtig gelesen habe, dass hier diese Trittstufenvorwahl auch funktioniert. Denn im Zuge des Tunnel-Um- und Aufbaus wurden ja viele Hochbahnsteige eingeführt, glaube ich. Und diese Bahnen sind sowohl für die Hochbahnsteige als auch für die normalen Haltestellen, also zum Beispiel an der Straße oder sowas, geeignet. So ist mein Stand der Information, aber wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ich bin da kein Experte. So, fahren wir weiter. Oh, immer mal hier ein bisschen klingeln. Das wird jetzt auch mit jedem Meter sozusagen, wird es hier auf der Trasse ein bisschen voller. Also wenn man aus Krefeld kommt, dann ist spätestens so in ein, zwei Haltestellen die Bahn proppevoll. Also richtig, richtig voll. Das ist dann, mit jeder Haltestelle wird es ein bisschen schlimmer. Und hier, also mit jedem Meter wird es auch auf der Trasse ein bisschen voller. Weil hier teilen sie schon zwei, beziehungsweise drei Linien, 70 wäre ja da auch manchmal noch, die Trasse, aber später, wenn dann noch die U75 nach Neuss dazu kommt und dann noch irgendwelche Sonderverkehre zur Kirmes oder sowas, dann ist es richtig voll hier. So. Ah, Mensch. Freie Fahrt hier. Hier ist auch oft... Also die Kirche hier, markantes Gebäude, sehr gut dargestellt. Hier ist auch immer so der Punkt, wo dann irgendwie Autos noch abbiegen oder sowas und dann passiert immer Folgendes. So wird dann immer gehupt. Richtig unangenehm, aber ich glaube, hier ist schon der ein oder andere, gerade an der Kreuzung hier, ist schon der eine oder andere Unfall passiert. Also jedenfalls habe ich schon sehr oft mitbekommen, dass es so fast... so ganz knapp davor war, dass ein Autos irgendwie noch abgebogen sind. So, gut, machen wir einmal schnell nochmal die Türen auf. Hier haben wir natürlich auch unseren Taster, wollen wir links oder rechts öffnen. Vieles können wir hier überhaupt nicht sinnvoll einsetzen. Also wir können weder die Trittstufenvorwahl sinnvoll einsetzen, weil es gibt einfach hier an der Strecke keine Hochbahnsteige, noch können wir irgendwie die Türseite richtig einstellen, weil alles liegt hier auf dieser Seite. Was man allerdings machen kann, ist die erste hier immer extra öffnen. Ich bin natürlich jetzt relativ begeistert von dem Add-on und auch von der Bahn. Merkt ihr schon? Ich muss allerdings dazu sagen, jedem, dem das Straßenbahnfahren das Realistische wichtig ist und der hier irgendwie ein fertiges Produkt erwartet, kauft's euch nicht. Weder das Hauptspiel, noch das Add-on, noch andere Add-ons sind fertig. Alles Early Access. Bis neue Features eingebaut werden, dauert es immer sehr lang. Ich meine, ihr seht jetzt, hier gibt es immerhin mittlerweile eine Verkehrs-KI. Aber ansonsten fehlt hier noch richtig, richtig viel. Es gibt keine Fahrgäste. Ja, das ist alles noch eine große Baustelle. Deswegen, wenn ihr sagt, ihr wollt das ganze Projekt hier unterstützen, ihr findet das gut, dann meinetwegen... Und ja, man muss dazu auch das nötige Kleingeld übrig haben, weil alleine das Hauptspiel, also dieses Zugmodul und dieses Add-on, kosten zusammen, glaube ich, über 70 Euro. Das muss es einem schon wert sein. Also das sage ich ganz offen und transparent dazu. Ihr kriegt dann natürlich auch, ja, sehr detaillierte Gebäude hier aus dem Jahr 1981. Es kann sein, dass es hier links das Gebäude noch gibt, das weiß ich nicht. Hier ist ein Autohaus, glaube ich, mittlerweile. Aber es ist schon sehr teuer und halt noch total unfertig. Und deswegen für die meisten von euch vermutlich nicht interessant. Also das möchte ich ganz transparent sagen. Nicht, dass du heißt, Ansgar, du klangst so begeistert, habe ich es mir gekauft und dann war ich enttäuscht. Das sage ich deshalb lieber vorab. So, machen wir hier nochmal alles auf. So, eingestiegen bitte. Eine ganze Kundschaft hier. So leer erlebt man die Bahn nicht. Das ist natürlich, mittlerweile sind die auch in anderem Gewand unterwegs. Also ich meine, es ist dieser Modelltyp. Wenn es der Nachfolger ist oder sowas, köpft mich nicht in den Kommentaren. Aber die sind mittlerweile so grau lackiert und hier drin ist es auch nicht mehr so gemütlich. Das ist auch so alles grau-blau, meine ich.
oder grau und grau. Also das ist jedenfalls, auch die Sitze sind nicht mehr so gemütlich wie früher. Aber ich kenne sie auch noch, diese schönen roten Ledersessel. Waren oft aufgeschlitzt, das war dann nicht so schön. Also bemalt dann. So, dann fahren wir weiter. Hier steht übrigens noch Amboßstraße. Früher hieß das offensichtlich mal Amboßstraße. Mittlerweile ist es natürlich die gute alte Prinzenallee. Und so sieht das hier überhaupt nicht mehr aus, weil hier rechts ist Vodafone. Hier links geht's zum Seestern. Das ist auch nochmal Huawei. Also irgendwie haben die ein Faible für Düsseldorf. Hier ist überhaupt eine große Straße. Hier ist auch nochmal ein Abzweig für die U77 am Seestern. Ne? Große Bürogebäude und sowas. Aber ich glaube, diese Fabrik hier links, die gibt's auch heute noch. Man achtet ja auch nicht so sehr darauf, ne? Also ich muss, wenn ich dann zu meinen Eltern fahre, muss ich mittlerweile immer, also es kann gut sein, dass wir uns hier auf diesem Stück heute mal treffen. Also nicht heute, sondern so in diesen Tagen. Weil wenn ich zu meinen Eltern fahre, dann fahre ich immer hier über diese Trasse. Vom Düsseldorfer Hauptbahnhof aus. Auch so eine Kreuzung, wo es immer fleißig gehupt und geklingelt wird. Aber bis jetzt halte ich mich einigermaßen an die Signale. Die sind manchmal ein bisschen schlecht zu erkennen, also man muss schon ein bisschen wachsam fahren. Aber bis jetzt hat es ja ganz gut funktioniert. So. Meine hellseherischen Fähigkeiten haben schon prognostiziert, dass es bald soweit ist. Auch das Rollband sieht natürlich anders aus. Ich glaube, diese alten Bahnen haben noch Rollband. Die B-Wagen haben ja so eine LED-Matrix. Aber das ist umgekehrt mittlerweile. Also die Schrift ist schwarz und der Background ist weiß. Und diese Kasse gibt es natürlich auch nicht mehr. Also ich kenne die Zeit nicht mehr, als es Fahrscheinverkauf in den Wagen hier gab. Für uns oder für mich war das immer mit so einem Automaten, glaube ich. So. Diese Schilder hier. Ich finde das wirklich Wahnsinn. Wenn man immer mit so einem, mit diesen Bahnen und ich meine die anderen, diese B-Wagen haben ja die gleiche Beklebung, gefahren ist, dann kennt man genau solche Sachen hier. Gewaltopferberatung. Das hängt heute auch noch da drin. Oder irgendwelche AIDS-Plakate oder sowas. Also irgendwas, irgendwelche Vorsorgedinger oder so. Keine Ahnung. Aber das hängt da eben alles hier. Da haben wir doch so einen Kandidaten. Und hier mit diesen Plakaten werden immer die Mitarbeiter vorgestellt. Das ist ja klasse. So, zu mit dem Ding. Schon viel Handarbeit hier zu gucken, aber ich meine, das ist ja schon relativ bequem zu fahren, dieses Teil. Ich glaube, die sollen so sukzessive ausgetauscht werden. Diese Häuser hier rechts gibt es auch noch, das hier auch noch. Und da vorne kommen wir jetzt zum, also nächste Haltestelle ist Rheinbahnhaus. Und dann beginnt ein neuer Abschnitt. Rheinbahnhaus, Endstelle. Endstelle? Wir fahren noch weiter, meine Damen und Herren. Bleiben Sie ruhig sitzen. Hier rechts ist das Rheinbahnhaus. Das wurde komplett abgerissen. Und deswegen heißt die Haltestelle heute auch Comenius-Gymnasium, glaube ich. Jedenfalls nicht mehr Rheinbahnhaus. Denn das wurde alles platt gemacht und dann wurden hier neue Häuser draufgesetzt. Und hier vorne, habe ich mich immer schon drüber gewundert, sind die Zeugen Jehovas drin. Hat mich irgendwie beim Vorbeifahren immer ein bisschen gereizt. Oder habe ich mir immer gemerkt, habe ich immer drauf geschaut, obwohl ich damit eigentlich überhaupt nichts zu tun habe. Naja, gut. Man hat ja immer so ein paar markante Punkte an der Strecke. Vielleicht waren sie auch schon damals drin, man weiß es nicht. Gut, dass wir keinen Fehler hier bekommen haben, weil wenn man eine Störung hat, das gibt es nämlich auch, wenn man das hier etwas schlecht bedient hat oder zu schnell unterwegs war, dann kann einem auch schon mal so eine Störung auftauchen. Wir können gleich auch mal gucken, ob sich die Türsteuerung da irgendwie
realistisch bedienen lässt. Ich nehme es aber fast an, weil das Modell ist schon lange in Arbeit und auch ziemlich krass, was alle Möglichkeiten angeht. Genau, hier ist dann die Wendeschleife. Da gab es immer so ein paar Bahnen, die hier geendet sind. Das mittlere Gleis gibt es hier nicht mehr. Das Kehrgleis. Und ich muss sagen, wenn ich mir das hier so alles anschaue, dann weiß ich auch, warum die Entwickler das so gemacht haben. Oder ich vermute es jedenfalls, weil das Schienennetz einfach mal cooler war in Düsseldorf. Also es war einfach mal wesentlich besser ausgebaut und es gab viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel das Gleis hier nach rechts, das gibt's nicht mehr. Man kann heute nicht mehr von Krefeld nach Neuss einfach so fahren. Man kann da vorne wenden, das geht dann schon. Aber wir können fahren. Aber dieses Gleis hier, das gibt's meines Erachtens nicht mehr. Und das ist ja eigentlich eine ganz coole Sache, so eine Linie dann von Lörrick nach Neuss. Oder auch hier das dritte Gleis gibt's auch heute nicht mehr. Und in der Innenstadt sieht man es noch besser. Das ist echt ein aufwendiges Schienennetz. Ja, ein bisschen vor der Haltetafel hier stehen geblieben. Wir können ja gleich mal gucken, ob sich das groß auswirkt. Oh ja, wir sind gerade so drin. Hier ist heute eine Ampel und da wird ja immer so drüber gelaufen, auch wenn rot ist. Um die Bahn noch zu bekommen. Ja, aber ich natürlich nicht. Ich warte immer. So. Geht weiter. Hier geht's dann nach Neuss weiter. Diese Fleischerei Breuer. Das ist, glaube ich... Ich glaube, es gibt sie auch heute noch. Hier vorne gibt es so einen Buchladen. Ich glaube, diese Fleischerei heißt auch noch Breuer. Jedenfalls kommt mir das irgendwie so bekannt vor. Optisch. Allgemein, diese ganze Gegend hier, da hat sich wenig verändert. Apotheke, man kennt sie noch. Hier links gibt es auch ein paar markante Gebäude. Also da, ja. Hier rechts sind wir mal mit Freunden letztens essen gegangen. Oder was ist das letztens, vor einem Jahr oder sowas. Hatte irgendjemand Geburtstag oder so. Keine Ahnung. Und hier dieser Platz ist auch noch. Hier lebt man schon ganz schick. So ein bisschen am Rand von Düsseldorf natürlich, aber die Innenstadt ist nur ein paar Minuten mit der Bahn hier entfernt und hier rauscht auch immer eine Bahn durch. Das ist ganz dankbar. Ach ja, die Post. Die Post gibt's auch. Nach wie vor. Aber ich glaube, man muss es sich auch leisten können, in Oberkassel zu leben. Ich glaube, das ist... ui. Teuer. So. Machen aber noch alles schnell auf hier. Es gibt übrigens schon, also wenn man sich das so anschaut, es gibt schon einen krassen Unterschied zu dem Add-on für Omsee. Da gab es ja auch ein Düsseldorfer Add-on. Und klar, das war nett und schön, da waren auch ein paar markante Gebäude drin, aber das ist hier schon ein anderes Level und ich glaube, der Anspruch ist auch ein anderer. Also das soll hier schon alles ein bisschen... Zum Beispiel diese Haustextur, da wäre im Omsi-Add-on vermutlich irgendein Gebäude, was dann so ähnlich aussieht. Aber hier ist, soweit ich das beurteilen kann, fast alles originalgetreu texturiert. Das ist natürlich extrem viel Arbeit, lassen sich auch gut bezahlen. Gerade hier so die Post, die sieht genauso aus. Also da ist, das ist schon bemerkenswert. Das lassen sich natürlich auch gut bezahlen, aber... im Zweifel bekommt man hier vermutlich mehr als bei dem anderen Add-on, bei dem Omsi-Add-on. Aber hier kauft man sich halt auch die Baustelle mit ein, ne? So. Gut, manchmal, ich glaube, diesen Laden hat man vorhin auch schon gesehen, also manchmal wird auch ein bisschen, aber das ist noch im Rahmen. Und jetzt steuern wir hier auf den Rhein zu. Hier vorne rechts. Und das ist die Lugallee. Die Haltestelle. War das eigentlich schon immer so, dass es diese Haltestellenschilder hier gab? Weil die kommen mir so modern vor. Bei manchen sind noch so runde und hier sind schon diese eckigen, großen Schilder. Das kommt mir so modern vor. Weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber das ist die Lugallee und hier vorne rechts findet ja dann immer die große Kirmes statt. Und wenn die Kirmes stattfindet, dann ist hier wirklich
Bambule, dann ist hier Rambazamba auf dem Highway. Dann gibt es auch immer viele Sonderkurse bis zum Belsenplatz. Hier gibt es noch so ein extra Häuschen, wo dann immer so ein Ansager ist: Bitte gehen Sie weiter, gehen Sie durch, bleiben Sie nicht stehen, bleiben Sie nicht auf den Gleisen stehen. Und auch die Bahn müssen dann immer Rücksicht nehmen und sehr langsam hier fahren, weil das ist so ein richtiges Nadelöhr. Und hier rechts stürmen dann alle auf die Rheinwiesen, um die Attraktion, die Fahrgeschäfte zu entdecken. Ich selbst war vielleicht ein oder zweimal da drauf, aber so richtig gereizt hat mich das nicht. Aber für viele ist das ein richtiges Happening und das ist natürlich dann auch immer für den Nahverkehr große Herausforderung, das zu bewältigen. Und hier rechts, meine Damen und Herren, auf unserer Sightseeing-Tour durch Düsseldorf sehen wir den Rhein. Heute ein etwas niedriger Pegelstand, aber ich sag mal, ahoi. Nee, ich glaube, es ist einfach, das liegt daran, dass das vermutlich noch nicht dargestellt werden kann vernünftig. Und deswegen ist hier, wo der Rhein wäre, einfach nur grün. Oder es, vielleicht war er auch 1981 einfach mal trocken. Weiß es ja nicht. So, hier müssen wir höllisch aufpassen, denn ich habe schon mal eine Testfahrt gemacht und dann bin ich ganz souverän hier durchgerauscht. Da vorne gibt es aber, also hier ist heute natürlich die Haltestelle Turnhalle Ehrenhof. Gab's so nicht und hier würde man jetzt auch in den Tunnel reinfahren. Wir bleiben aber oben und fahren jetzt quer durch die Innenstadt. Durch die Gebiete, die man vielleicht auch als Tourist einigermaßen kennt. Und hier rechts ist irgendwann eine, kommt irgendwann eine Ampel und eine Haltestelle und die verpasst man ganz gerne. Da. Da haben wir's. Die sind natürlich jetzt hier auch... Na, ich war gut drauf vorbereitet. Irgendwann bin ich hier mal richtig durchgerasselt. Und dann gab es eine Störung. Das war nicht so schön. Muss ich mich erstmal... Also wer sich fragt, woher ich weiß, wie man das Ganze dann wieder deaktiviert. Oh, vielleicht habe ich es ins Handbuch geguckt und vielleicht muss ich das genau deshalb auch erstmal herausfinden. Das ist natürlich wesentlich interessanter, als durch so einen Tunnel zu fahren, wo dann auch alles immer so ein bisschen abgeschottet ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine moderne Version, aber bis dahin müssen ja erstmal die ganzen Linien hier fertiggestellt werden, müssen die Lücken aufgefüllt werden, müssen die Fehler beseitigt werden, die sicherlich auch noch vorhanden sind und ja, da ist noch eine Menge zu tun. So, das kriegen wir noch hin. Komm, 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 komm. Komm! Ja, souverän. Souverän sind wir hier. Hier fahren wir jetzt also wirklich so durch das Viertel, was man vielleicht ja, so kennt. Hier vorne ist ja... Da muss ich mal die Schienenbremse nutzen. Das war unerwartet. Hier vorne rechts sind ja... Also hier vorne rechts geht's in die Altstadt. Ein bisschen... Wer muss man da durchlaufen? Und geradeaus die Heinrich-Heine-Allee. Und das ist ja sozusagen der Kern, wo auch, ja, das ist, was man sich vermutlich anschaut. Ich weiß nicht. Rhein schaut man sich vermutlich als Tourist an. Vielleicht auch diesen Fernsehturm. Keine Ahnung. Und vermutlich die Kö. Das ist ja auch immer so. Kann man sich eh nichts leisten. Oder ich kann mir da jedenfalls nichts leisten, aber. Das ist ja immer so ein beliebter Ort, um Fotos zu machen oder sowas. Und es ist unvorstellbar, dass man vor, ja, gar nicht so vielen Jahren echt quer durch diese Stadt durchgefahren ist, an den ganzen Zentren, die heute komplett umgebaut sind und wo man sich heute nicht mehr vorstellen kann, dass da einfach so eine Bahn durchrauscht. Ich meine, es wurde ja wirklich alles unterirdisch verlegt. Also die Wehrhahnlinie ist ja so das letzte große Bauprojekt, was dann auch die letzten Stadtbahnen zu U-Bahn gemacht hat. Aber ja, so ist das. Hier vorne links auch der Kaufhof. Für irgendwie noch irgendein Geschenk gekauft. In allerletzter Minute auf meinem Heimweg. Das war eine knappe Kiste. Man kennt ihn nicht anders, der Organisierte. Und hier rechts geht's dann eben, ja, in die Altstadt.
Ich glaube aber, da könnten wir jetzt noch nicht lang fahren. Also wir können ja mal gerade schauen, ob wir da irgendwas sehen. Aber ich denke mal, dass da nichts weiter ausgebaut ist. Nee. Ich habe mal ein Praktikum gemacht. Habe ich, glaube ich, auch in der OMSI Düsseldorf-Folge erzählt. Und dann bin ich oft hier zur Heinrich-Heine-Allee geschlendert und dann habe ich da vorne rechts so eine Pommes gegessen. Manchmal. Nicht täglich. ja. Immer mächtig was los. Und je nach Tageszeit kann man auch völlig zerstörte Gestalten sehen. Ach ja, und es gab auch mal Ersatzverkehr auf der U76. Das war wirklich richtige Scheiße, dieser Ersatzverkehr. Da waren nämlich irgendwelche Bauarbeiten auf der Hauptlinie und dann waren hier vorne links die Busse und es war immer so getaktet, dass man auf keinen Fall die Anschlussbahn bekam. Jedenfalls bei mir und ich musste es mehrmals nutzen. Und das war einfach nur lästig. Aber gut, Bauarbeiten müssen sein, ne? Ich glaube, jetzt fahren wir einfach weiter. Das war nicht so. Man muss echt höllisch aufpassen auf die ganzen Signale, aber hier dürfen wir jetzt mal. Und wir schauen mal gerade, wir müssen hier links, glaube ich. Jo, das sieht gut aus. Und dann sind wir am Jan-Wellen-Platz. Jan-Wellen-Platz, einst ja so der Drehpunkt oder der zentrale Punkt von den Stadtbahnen. Heute ist das. Also gab immer so diesen Highway der U-Bahn. Das war dann Düsseldorf, Hauptbahnhof, Oststraße, Steinstraße und Heinrich-Heine-Allee. Und der Stadtbahn, das war so dieser Jan-Wellen-Platz. So würde ich das jetzt einfach mal. Das ist vermutlich ein Relikt aus alten Zeiten. Und dann hat sich das so sukzessive verlagert und heute ist das halt die Heinrich-Heine-Allee. Also da ist der zentrale Umstiegspunkt von allen Linien, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich glaube, damals war das der Jan-Wellen-Platz und man sieht auch hier, also ich glaube, im Multiplayer ist das schon cool, wenn man sich hier so begegnet. Aber das war auch genau das, was ich eben meinte, dass man eben hier unglaublich viel Strecke zu fahren hat und sich eben auch sieht und das Schienennetz extrem kompliziert ist. Sehen wir jetzt gleich auch, wenn wir hier wieder abbiegen. Wir machen mal schnell. Naja, mal, was ist hier los? Hier noch irgendwas offen? Ah ja, hier vorne. Frech. Nur aber. So, da fahren wir jetzt hier durch. Da gehen die Frames auch so ein bisschen in den Keller. Also, ich meine, ich. Und hier ist das Schienennetz. Das ist doch einfach krass, oder? Und ich glaube, wir biegen jetzt hier nochmal. Ah, ne, wir biegen nicht ab, offensichtlich. Wir fahren einfach geradeaus. Okay. Wie hier überholt wird und was. Also das ist doch einfach ein krasses. Das finde ich schon cool. Steinstraße. Hier heute natürlich auch das große Bauprojekt Köburg, was jetzt abgeschlossen ist. Ich finde es schick. Ich finde, es hat die Innenstadt nochmal aufgewertet, aber da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Eine ewig lange Baustelle mit viel Drama. Immerhin, die Kirche gibt es noch. So. Und jetzt muss ich mal gleich gucken, was jetzt die nächste Haltestelle ist. Hier ist, glaube ich, Martin Luther. Martin Luther Platz oder Martin Luther Straße. Mir kein Begriff, keine Ahnung, was das ist, ob es das heute noch gibt oder nicht. Auf jeden Fall würden wir jetzt, glaube ich, auf der Linie 710 hier weiter geradeaus fahren. Da wir allerdings nach Düsseldorf fahren und es da vorne, soweit ich das sehen kann, nicht weitergeht, fahren wir einfach nach links zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, werden dann als letztes noch ja, ein bekanntes Gebäude sehen und auch eine Trasse, die es heute noch gibt. Und dann würde ich ja sagen, wobei das stimmt gar nicht, dass alles mittlerweile unterirdisch ist, aber viel. Es ist mehr unterirdisch. Fällt mir gerade auf. Es gibt ja noch die. Ja, es gibt noch viele Bahnen, die oberirdisch fahren in der Innenstadt auch. Es ist ein bisschen Quatsch, was ich gerade erzählt habe. So. Muss ich selbst mal kurz überlegen. Aber es ist natürlich. Aber ich bin sehr gespannt. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das hier so findet.
Ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass viele von euch schreiben, ich finde es in erster Linie zu teuer, vor allen Dingen mit dem Hauptspiel. Das ist natürlich gerechtfertigte Kritik, aber auch so inhaltlich oder so vom Content her. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu schreibt. Also lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich werde es erstmal bei dieser Linie belassen. Also ich werde da jetzt erstmal kein weiteres Video zu machen, denn wir haben, glaube ich, das meiste gesehen und ich möchte dann einfach irgendwann den Fortschritt zeigen und das dann mit diesem B60 oder 80D-Wagen, also diesem B-Wagen, der auch heute noch unterwegs ist, in modifizierter Fassung. Und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn es diesen HF6, diese HF6-Straßenbahn da gibt oder gäbe, die ja erst noch rauskommen soll, ne? Aber ich habe schon in meiner Schulzeit immer darauf spekuliert, dass da endlich mal eine neue Bahn kommt, weil ihr könnt euch vorstellen, dieser B-Wagen, also es hing immer so ein bisschen von der Zeit ab. Es gab manchmal Phasen, da kam man ständig zu spät zur Schule. Also ich habe dann natürlich auch nicht eine Bahn früher genommen, weil das habe ich nicht eingesehen. Das war ja nicht mein Verschulden, aber da waren ständig irgendwelche Türstörungen. Und dann hieß es, ja, wir haben eine Türstörung, müssen kurz warten. Und dann kam man da, ja, 20 Minuten später zur Schule oder sowas. Und dann gab es Zeiten, in denen war erstmal nichts. Oder Autounfälle auch ständig. Oder irgendwelche anderen Störungen und dann mussten Bahnen abgekoppelt werden, Bahnen abgeschleppt werden, also alles erlebt. Aber gut, das kennt vermutlich jeder von euch, der seine ganze Schulzeit lang mit der Bahn zur Schule gefahren ist. So, ich bin jetzt einfach mal durch diese Haltestelle da durchgerauscht. Weil wir langsam auch echt mal hier zum Düsseldorfer Hauptbahnhof kommen müssen. Ich bin vielleicht nicht ganz so flott gefahren, wie man es in der Realität machen würde. Aber wirklich lahm bin ich auch nicht gefahren. Und wir haben jetzt wirklich eine Fahrzeit von einer halben Stunde. Ich fall vom Glauben ab. So. Gehen wir hier nochmal. Sehen, wie sich das Ganze hier, der ganze Tross in Bewegung setzt. Sind die eigentlich auch irgendwie mal einzeln gefahren? Ich weiß, ist es eigentlich noch so, dass die U76 sonntagmorgens mit einer Solotraktion oder zumindest nicht als Doppeltraktion fährt? Das war nämlich, meine ich, mal eine Zeit lang so, aber ich hab's nicht mehr gesehen. Das war immer irgendwie ein komisches Bild, aber für eine gewisse Zeit war das, glaube ich, mal so. Kann sein, dass es immer noch so ist. Gut, wir sind aber an der Endhaltestelle angekommen, also der inoffizielle, der Endhaltestelle von unserer Folge hier. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier nochmal auf, öffnen zentral, lüften einmal kurz durch, schauen uns den Zug hier nochmal an, können auch mal gucken, ob wir hier an irgendwie so eine Tür mal rankommen. Können wir hier irgendwas öffnen? Nee. Aber wir können die manuell öffnen hier, diese Türen. Das geht schon. Und ob man hier jetzt noch irgendwas machen kann, das weiß ich nicht. Aber ich nehme es fast an, dass da noch einige Features kommen werden. Auf jeden Fall so von der Innenraumgestaltung extrem realistisch. Also hier stimmt, glaube ich, jedes Detail. Ob es diese Werbung früher schon gab, das glaube ich nicht, weiß ich aber eben auch nicht. Ansonsten aber schick für mich, der ich sozusagen aus der Region hier komme, ist es natürlich ein Highlight. Für euch müsst ihr überlegen, ob es euch das wert ist. Es ist teuer, klar, keine Frage. Es ist unfertig, auch das ist klar bei einem Early Access. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich bin aber sehr gespannt auf eure Kommentare, auf euer Feedback. Lasst mich das gern wissen und schaut auch gern nächstes Mal wieder rein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.